So, eigentlich machen wir hier ja Comedy, aber von Zeit zu Zeit ist auch mal gut mit Schenkelklopfern. Schließlich haben wir ja auch einen Bildungsauftrag. Deshalb werden wir jetzt auch mal ein bisschen investigativ. Fans der ersten Staffel wissen's, Schmidtvestigativ quasi, was ein Wortspiel. Und darum freue ich mich, dass ich jetzt die neue Leiterin des Bereichs Recherche, YouTube und anderes begrüßen darf. Hier ist Salwa Humsi. Wow, Salwa. Ich hole ganz kurz den Stuhl. Oh. Grüß dich. Salwa, schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Ja, du bist ja die Leiterin des Bereichs Schmidtvestigativ hier. Schmidtvestigativ Kollektiv. Mhm. Und ja, genau, es ist vor allem meine Vision mit meinen Reportagen, zu zeigen, was echt ist, weißt du? Also was passiert, das will ich zeigen, was passiert, ganz nah an den Menschen dran und natürlich auch an den Themen und natürlich auch ganz nah dran am Pulitzerpreis. Ja, jetzt immer ruhig mit den jungen Journalistinnen. Ne? Sorry, Tommy, aber guck dich doch mal um. Die Welt brennt. Wenn es eine Sache gibt, die wir jetzt gerade brauchen, dann ist das echter, ernsthafter Journalismus. Mutige Journalistinnen wie mich, die genau dahin gehen, wo es brennt, die da reingehen. Nicht so, das ist hier nicht so ein Wohlfühljob wie bei dir hier im Studio. Guck mal, du sitzt hier an deinem hochglanzgebührenfinanzierten Schreibtisch und machst ein paar billige Pummeluff-Witze über Olaf Scholz. Sag mal. Ja. Cool, noch ein weißer Typ in einem schlecht sitzenden Streberpulli, der genau eins ändert. Nichts nämlich. Salwa, du musst ja jetzt hier nicht gleich persönlich werden in deinem ersten Auftritt hier. Wir sind ja auch sehr, sehr dankbar, dass du hier den Job übernommen hast als Bereichsleiterin. Aber wo hat es dich denn, sag doch mal, wo hat es dich denn diese Woche, gebrannt? In welche vielschichtige Krisensituation hat es dich denn reinmanövriert? Ich sag mal so, es geht um Sex. Mats ab. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Wann geht das wieder vorbei? Ich meine, ich kann das nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Das hier ist die Pille, zugelassen als Verhütungsmittel für die Frau seit 1960 und derzeit eines der am häufigsten genutzten Verhütungsmittel in Deutschland. Die Pille gibt es allerdings nur für Frauen. Eine Pille für den Mann gibt es nicht. Aber warum eigentlich nicht? Das möchte ich heute herausfinden. Dafür besuche ich Dr. Kaczynski vom Institut für Sexwissenschaften. Er zeigt mir seine Experimente oder, wie er es nennt, Sexperimente. Unser sogenannter Penetrator. Er penetriert. Herr Dr. Kaczynski, warum gibt es denn immer noch keine Pille für den Mann? Die Pille für den Mann ist möglich. Also, Prototypen gibt es jetzt schon. Die sind auch einsatzbereit, aber nicht zugelassen, weil sie angeblich zu viele Nebenwirkungen haben. Aber die Nebenwirkungen sind auf jeden Fall dieselben wie bei der Pille für die Frau. Nein, ich möchte mich korrigieren, es sind weniger als bei der Pille für die Frau. Krass, also könnten Männer jetzt schon die Pille nehmen? Das ist absolut korrekt. Hier. Was? Das könnte schon längst überall im Umlauf sein, aber niemand gibt uns das Geld für die Forschung. Die Pille für den Mann gibt es also schon. Aber ist sie wirklich anwendbar? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mit einem reißerischen, überinszenierten Selbstversuch. Jonas hat sich für diesen Selbstversuch freiwillig gemeldet. So, Jonas, dann können wir starten mit dem Selbstexperiment. Pille für den Mann, ne? Ja, kein Problem. Ich bin ein großer Feminist und ich freue mich sehr, dass ich die Chance habe, das hier mal wieder zu inszenieren. Ich würde alles für die Frauen tun. Cool, ja, dann lass doch direkt mal starten mit den Nebenwirkungen. Auf gar keinen Fall, ich bin raus. Aber warum denn? Ich habe dir noch gar nicht vorgelesen. Ah, ja, stimmt. Mhm. Leichte Kopfschmerzen. Niemals, ich bin raus. Da müsste ich ja was einnehmen, was meine Hormone durcheinander bringt. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und hier, ich glaub's ja nicht. Stimmungsschwankungen. Die spüre ich jetzt schon. Echt? Und wie geht's dir jetzt damit? Nicht gut. Gut. Okay. Eigentlich. Oh. Doch nicht gut? Traurig. Ich bin so glücklich. Ich bin glücklich, ich weiß. Und
Thomas, hier sind noch alle Pillen drin. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Wann geht das wieder vorbei? Ich meine, was ist denn das? Ich kann das nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Die Pille für den Mann hat zwar Nebenwirkungen, aber keine, die nicht mit der Pille für die Frau vergleichbar sind. Also warum wehrt sich die Pharmaindustrie so sehr dagegen? Wir müssen die Verantwortlichen zur Rede stellen, um Antworten zu finden. Hallo. Ciao. Was ist denn jetzt das? Ist das besprochen oder was? Es geht um die Pille für den Mann. Warum ist die immer noch nicht auf dem Markt? Es wird immer über die starken Nebenwirkungen gesprochen, aber bekannterweise sind die Nebenwirkungen bei der Pille für die Frau sehr viel stärker. Ja, aber dass die zugelassen wird, wurde in den 60ern entschieden. Da hat man gedacht, Zigaretten sind gesund und Babys können Alkohol trinken. Das war eindeutig ein Fehler. Okay, ist ja schön und gut, dass sich die Standards für die Zulassung seit den 60ern geändert haben. Aber dann wäre es ja nur folgerichtig, dass die Pille für die Frau auch vom Markt genommen wird, oder nicht? Nicht? Sehen Sie, ich wünschte, es gäbe eine Lösung, die verteilen würde. Es gibt eine Lösung. Die Pille für den Mann. Männliche Orgasmen sind zu 100% der Grund für ungewollte Schwangerschaften. Männer, die unverantwortlich in Frauen ejakulieren. Warum ist da der Fokus so auf Frauen? Das ist ein Männerproblem. Sehen Sie, ich schätze, weil Frauen von Natur aus verantwortungsbewusster sind. Was hat denn das mit Natur und von Natur aus zu tun? Mir wurde die Pille verschrieben, da war ich 15. Und da durfte ich noch nicht mal wählen. Das hat nichts mit Natürlichkeit oder Natur zu tun. Oh, das Kettchen zeigt Krallen. Das gefällt mir. Keine Verschwörung, kein medizinisches Rätsel. Der Grund, warum es die Pille für den Mann nicht gibt, ist ganz einfach. Männer. So, das wollte ich schon immer mal machen. Wenn ihr noch mehr so litten Content sehen wollt, dann schaut hier, hier, hier. Nee, wirklich hier. Hier, hier sind wir. Und die Sendung könnt ihr natürlich auch gerne schauen. In ZDF Neo und in der Mediathek. Liebe Grüße an alle. Also hier.